Liam Abbey und Ethan Harper kannten sich erst seit knapp einer Stunde, als sie mit einer wirklich unangenehmen Situation konfrontiert wurden, die ihre Karrieren als Polizisten in der Stadt San Francisco völlig verändern sollte. Ein Ereignis, das so unfair wie gewöhnlich war und sie sicherlich überhaupt nicht überraschen wird, das jedoch zum Glück ein sehr anderes Ende nahm als das, was wir normalerweise in den Nachrichten hören. Doch bevor wir ins Detail gehen und das betreffende Ereignis schildern, geben wir Ihnen etwas Kontext, der Ihnen helfen wird, den Grund für diese Geschichte besser zu verstehen. Auf der einen Seite haben wir den 35-jährigen Polizeisergeant Liam Abbey, der aus einer langen Reihe von Polizisten stammt, was in ihm leider eine Haltung der Überlegenheit entwickelt hatte, die ihm nur Probleme bereitete. Seine Arroganz ließ die Menschen ihn fürchten und lieber schweigen und ihm gehorchen, als einen Konflikt zu beginnen, was ihm ermöglichte, relativ leicht in den Rängen aufzusteigen und nur dazu beitrug, sein Selbstvertrauen weiter zu stärken und zu einem wahrhaft abscheulichen Wesen zu werden. Abbey sah oft auf die Menschen herab, mit denen er arbeitete, und hielt sich für besser als sie, einfach weil er aus einer Polizistenfamilie stammte. Obwohl jeder wusste, dass dies nicht die richtige Einstellung für einen Polizisten war, wagte es niemand, dies in Frage zu stellen. Jeder wusste, wie mächtig und furchterregend Liams Vater und Großvater gewesen waren, und es war klar, dass der junge Polizist in die gleiche Richtung wie seine Vorgänger ging und beabsichtigte, ihr Erbe intakt zu halten oder, wenn es ihm gestattet würde, es noch etwas größer zu machen. Während nicht jeder in seiner Familie mit seiner Einstellung einverstanden war, verzweifelte seine eigene Mutter an der Haltung ihres Sohnes, da sie sich aus denselben Gründen von seinem Vater getrennt hatte und hoffte, dass ihr einziger Sohn nicht so enden würde wie er. Sie versuchte sehr, ihn gut zu erziehen, aber er hatte immer zu den Männern in seiner Familie aufgesehen und daher schnell auch deren Einstellungen übernommen. Seine Mutter warnte ihn ständig, dass die Menschen sich weigern würden, mit ihm zu arbeiten und dass berufliche und persönliche Beziehungen schwierig würden, wenn er seine Einstellung nicht änderte. Aber Liam weigerte sich, ihr zuzuhören. Sein Stolz stand weit über dem, was andere von ihm oder seiner Familie denken könnten. Und nicht einmal seine Mutter würde es schaffen, ihn dazu zu bringen, seine Meinung zu ändern und zu erkennen, welchen großen Fehler er machte, indem er sich so verhielt. Die Abbeys sollten sich niemals dafür entschuldigen, so zu sein, wie sie sind. Wir sind eine Familie von respektierten Polizisten, die besten Polizisten, die die Stadt San Francisco je gekannt hat. Und du, als Mutter und Ehefrau von zwei respektierten Polizisten, solltest stolz darauf sein und mich nicht für alles tadeln. Es tut mir leid, Mama. Aber du irrst dich, sagte Liam jedes Mal zu seiner Mutter, wenn sie versuchte, seine Einstellung zu ändern. Auf der anderen Seite haben wir Ethan Harper, und was können wir über ihn sagen? Im Vergleich zu seinem direkten Vorgesetzten und neuen Patrouillenpartner Liam können wir über Harper nur eines sagen. Er ist ein guter Mensch und ein Polizist, der sich seiner Arbeit widmet und der all unseren Respekt verdient. Ebenso wie ihren, sobald sie das Ende dieser Geschichte erreicht haben. Und das bringt uns zu dem Moment, als diese beiden Männer, die so unterschiedlich und doch so voller Gemeinsamkeiten waren, sich trafen und sich auf ihre erste Überwachungspatrouille zusammenbegaben. Es geschah an einem Sommermorgen. Die Polizeistation war zu dieser Zeit unterbesetzt, da viele Beamte ihren Urlaub angetreten hatten, was sie zwang, auf den Pool von neuen, frisch ausgebildeten Polizisten zurückzugreifen, die eifrig darauf warteten, sich zu beweisen und eine Position zu verdienen. Und einer von ihnen war Ethan. Als Liam erfuhr, dass er mit einem Neuling patrouillieren musste, war er schlecht gelaunt. Abbey hasste es, mit unerfahrenen Polizisten unterwegs zu sein, sah es jedoch als Gelegenheit, sie in ihre Schranken zu weisen und ihnen genau zu zeigen, mit wem sie es zu tun hatten. Ethan, der nicht ahnte, was auf ihn zukam, war eifrig darauf, sich als Polizist zu beweisen und voller Vorfreude auf seine erste Patrouille durch die Stadt.
Abby bemerkte schnell all diese Emotionen und wusste, dass er es mit einem leicht zu handhabenden Neuling zu tun hatte, den er leicht überwältigen konnte. Obwohl er bald seinen Fehler erkennen und feststellen würde, dass er einen jungen Mann unterschätzt hatte, dessen Fähigkeiten als Polizist und vor allem als Mensch weit über seinen eigenen lagen. Sie waren erst eine halbe Stunde auf Patrouille, als etwas Liams Aufmerksamkeit erregte. Der Beamte verlangsamte das Auto und streckte seinen Hals aus dem Fenster, um ein schwarzes Mädchen zu beobachten, das kaum 5 Jahre alt war und im Viertel mit ihrem Fahrrad unterwegs war. Ethan, der die Haltung seines Vorgesetzten nicht ganz verstand, beobachtete das Mädchen, das mit dem Fahrrad spielte, und fragte, warum sie angehalten hatten, obwohl klar war, dass es nichts Verdächtiges zu untersuchen gab. »Es ist nur ein Kind, das spielt.« »Warum beobachten wir sie?«, fragte der Neuling unschuldig. Doch als Agent Abby ihm einen durchdringenden Blick zuwarf, wurde Ethan plötzlich klar, dass sein Partner nicht der Typ für Scherze war und dass die Angelegenheit ernster war, als er sich vorgestellt hatte. Der Neuling sank in den Sitz und verstummte, beschämt und ängstlich, was Abby wohl tun könnte. Etwas an Liams Verhalten kam ihm seltsam vor, und Ethan hatte ein furchtbares Gefühl, dass das Bedürfnis, dieses Kind im Auge zu behalten, nichts anderes mit der Hautfarbe des Mädchens zu tun hatte. Dennoch beschloss er, abzuwarten und seinem Chef den Vorteil des Zweifels zu geben. Es dauerte jedoch nicht lange, bis er erkannte, dass er sich geirrt hatte. Sie standen mehrere Minuten still da und beobachteten das Mädchen, bis Liam schließlich das Schweigen brach. Doch was er sagte, machte seinen Partner nur noch nervöser. »Du bleibst hier und beobachtest. Jetzt werde ich dir zeigen, was es bedeutet, in dieser Stadt für Gerechtigkeit zu sorgen und ein echter Polizist von San Francisco zu sein.« Er zwinkerte und stieg mit einem Ausdruck aus dem Auto, der seine Absichten sehr deutlich machte. Liam stieg aus dem Auto und ging zügig auf das Mädchen zu, das immer noch die Straße auf und ab mit ihrem Fahrrad fuhr. Das Mädchen spielte glücklich, offenbar ohne zu bemerken, dass 2 Polizisten sie beobachtet hatten und sich ihr nun näherten. Der Spaß war dabei, ein abruptes Ende zu finden. Ethan hoffte immer noch, dass sein Partner angemessen handeln und den Prinzipien folgen würde, die ihnen bei der Polizei beigebracht worden waren. Doch als Liam dem Mädchen in einem scharfen Ton befahl, ihren Namen und ihre Adresse zu nennen, und sie ansah, als hätte er gerade eine große Ratte entdeckt, die er zu vernichten hätte, war der Neuling sprachlos. Er war nun mehr denn je davon überzeugt, dass Liam das Mädchen nur wegen ihrer Hautfarbe ins Visier nahm. Dann, von einem Impuls getrieben und ungeachtet der Vorschrift, die ihm verbot, die Befehle eines direkten Vorgesetzten zu missachten, stieg Ethan aus dem Auto, um zu versuchen, Liam aufzuhalten und das arme Mädchen von dem Verhör zu befreien, dem sein Kollege sie unterzog. »Lass sie in Ruhe. Siehst du nicht, dass sie Angst hat und nicht versteht, was du ihr sagst?« »Sie ist nur ein Kind«, rief Ethan verzweifelt. Doch Abby schien nichts von dem zu hören, was er sagte, und schrie das verängstigte Mädchen immer lauter an. Plötzlich ließ das Mädchen ihr Fahrrad stehen und rannte die Straße hinunter zu ihrem Haus. Doch anstatt die Reaktion des Mädchens als offensichtlichen Beweis für seinen Fehler zu sehen, dachte Liam, dass das Mädchen, wenn es weglief, wirklich etwas falsch gemacht hatte und rannte hinter ihr her, was Ethan noch mehr verwirrte. »Liam, bitte hör auf. Das kleine Mädchen hat nichts falsch gemacht. Sie hat Angst.« »Jag ihr nicht hinterher«, rief Harper seinem Vorgesetzten zu, während er ihm hinterherlief. Doch Abby hatte das Mädchen bereits erreicht und hielt sie fest an einem Arm, während er seine Handschellen abnahm und sie an ihren schlanken Handgelenken befestigte. Das Mädchen zitterte und ihr Körper begann, große Schluchzer von sich zu geben, die die ganze Straße widerhallten. Als Ethan das sah, brach ihm das Herz. Und er wusste, dass er etwas tun musste, um die Situation zu beenden. Aber was er nicht wusste, weder er noch sein Partner, war,
dass jemand anderes die Schreie dieses hilflosen Mädchens hören würde. Jemand mit der Autorität, das alles zu beenden, möglicherweise auch die Karrieren der beiden Polizisten. Es stellte sich heraus, dass das Mädchen fast die Tür ihres Hauses erreicht hatte, die nur wenige Meter von dem Ort entfernt war, an dem der Polizist sie festhielt. Und dass sich im Haus niemand anderes als der Vater des Mädchens befand, der, alarmiert durch das Schluchzen seiner Tochter, auf die Straße gelaufen war, um zu sehen, was los war. Doch der Vater des Mädchens war nicht irgendein Mann, und das sollten die beiden Polizisten bald herausfinden. Der Mann kam wütend heraus, und als er die Szene sah, geriet er in Rage. Er war ein imposanter Mann, der allein durch seinen Blick in der Lage war, dir das Blut in den Adern gefrieren zu lassen und dir unmissverständlich klarzumachen, dass du ihm nicht widersprechen solltest. Die Art von Mann, vor der ein Typ wie Liam Angst haben könnte, und das zu Recht. »Was machen Sie mit meiner Tochter? Lassen Sie sie sofort los«, rief der Mann wütend und stieß Liam von seiner Tochter weg. Der Mann war so wütend, wie jeder Vater es wäre, wenn er seine Tochter in Handschellen und weinend vorfinden würde. Doch da war noch etwas anderes, das niemand sonst wusste. Etwas, das die Dinge völlig verändern sollte. Als er sah, dass keiner der beiden Beamten ihm eine überzeugende Erklärung dafür geben konnte, was sie taten, zog der Mann seine Brieftasche aus der Tasche und zeigte ihnen seinen Ausweis. Plötzlich verlor Liam jede Farbe. Der arrogante Ausdruck der Selbstzufriedenheit verschwand und wurde durch einen Ausdruck des sofortigen Bedauerns ersetzt. Der Vater des Mädchens war der neue stellvertretende Polizeidirektor, Patrick Reynolds, der gerade erst in die Stadt gekommen war und morgen seinen neuen Dienst antreten sollte. Dieser Mann war Liams direkter Vorgesetzter und er legte seiner Tochter ohne ersichtlichen Grund Handschellen an, direkt vor ihrer Haustür. Dennoch, anstatt zuzugeben, dass er einen Fehler gemacht hatte und sich bei seinem Vorgesetzten zu entschuldigen, versuchte Abby, sich der Bestrafung zu entziehen. Und er fand eine Geschichte darüber, wie das Mädchen vor den Häusern der Leute Ärger gemacht habe und deshalb verhaftet worden sei. Aber das war überhaupt nicht überzeugend. Harper war entsetzt. Er konnte die Lügen, die Liam dem Vater des Mädchens erzählte, nicht länger hören. Der Neuling wusste, dass gute Polizisten sich nicht so verhalten sollten, wie er es getan hatte. Und obwohl er sich schrecklich fühlte, weil er nichts getan hatte, um seinen Partner aufzuhalten, hatte er jetzt eine weitere Chance, richtig zu handeln und ihm eine Lektion zu erteilen. Also brach er endlich sein Schweigen. Er erzählte Kapitän Reynolds die ganze Wahrheit darüber, wie der erfahrene Beamte sofort angenommen hatte, dass das Mädchen, seine Tochter, nichts Gutes im Schilde führte und dass er sie terrorisiert und ohne Erklärung durch die Straße gejagt hatte. Der Kapitän war wütend, dass Abby eindeutig rassistisch gegenüber seiner Tochter gehandelt hatte und entschied, dass die Angelegenheit formell in der Polizeistation geklärt werden sollte. Sie haben das Richtige getan, indem Sie die Wahrheit gesagt haben, Neuling. Ich weiß, Sie haben gerade erst angefangen. Und das Letzte, was Sie wollen, ist, einem Vorgesetzten zu widersprechen. Aber Ihre Pflicht gegenüber der Gerechtigkeit und der Ethik steht über den Regeln. Ich gratuliere Ihnen, sagte Kapitän Reynolds zu ihm, nachdem er ihm alles erzählt hatte. Abbys Schreckensherrschaft war im Begriff zu enden. Er hatte einen schweren Fehler gemacht und dieses Mal war niemand bereit, für ihn zu lügen. Ethan Harper war ein Neuling, aber er hatte keine Angst vor ihm und war bereit, die Wahrheit so oft zu sagen, wie es nötig war, damit Liam angemessen bestraft wurde. Am nächsten Tag, als der Kapitän Liam in sein Büro rief, hatte der korrupte Polizist immer noch eine selbstbewusste Ausstrahlung. Er hatte frühere Situationen mit Bravour gemeistert und glaubte, dass er, da der Kapitän neu war, auch aus dieser Situation ohne eine Verwarnung und eine Warnung herauskommen könnte. Aber dieses Mal würde es nicht so einfach sein. Kaum hatte sich die Bürotür geschlossen, informierte Kapitän Patrick Reynolds Liam,
dass er entlassen sei und das Selbstvertrauen, mit dem er das Zimmer betreten hatte, verschwand, als er begriff, was das bedeutete. Mit dem gesamten Revier gegen sich und zahlreichen Beweisen für Korruption und Rassismus in seiner Akte würde Liam Abbey niemals wieder ein Polizist sein. Als er erkannte, dass seine Karriere vorbei war, flehte Abbey den Kapitän an, seine Entscheidung zu überdenken und seine Dienstjahre zu berücksichtigen. Aber es nützte nichts. Der Kapitän hatte kein Interesse daran, ein Revier mit korrupten Polizisten zu führen, geschweige denn mit einem, der seine Tochter nur wegen ihrer Hautfarbe zu Unrecht verhaftet hatte. Rassismus ist etwas, gegen das wir kämpfen müssen und das wir nicht mit unseren Handlungen und Vorurteilen fördern dürfen. Egal wer Sie sind oder wie überlegen Sie sich fühlen, ich werde niemandem erlauben, in dieser Station rassistisch zu handeln, und wer das tut, wird streng bestraft. Vergessen Sie das nie, sagte der Kapitän nach der Bekanntgabe der sofortigen Entlassung von Liam Abbey. Harper hingegen erhielt eine Welle von Glückwünschen von all seinen Kollegen und insbesondere vom Kapitän, der ihnen allen sagte, dass sie immer ihre Stimme erheben sollten, wenn etwas falsch lief, so wie Ethan es getan hatte. Obwohl er erst kurze Zeit Polizist war, hatte Liam ihn einfach unterschätzt, weil er ein schüchterner und unsicherer Mensch war. Doch am Ende stellte sich heraus, dass der Neuling mutiger war als jeder andere und ihm am Ende eine Lektion erteilte, die er nie vergessen würde. Arroganz und Wut hatten ihn lange Zeit an der Spitze gehalten, aber am Ende hatte seine Mutter recht. Sie wurden sein Untergang. Hat Ihnen diese bewegende und überraschende Geschichte gefallen? Wenn ja, laden wir Sie ein, uns einen Kommentar zu hinterlassen, in dem Sie Ihre Meinung äußern. Wenn Sie weiterhin inspirierende Geschichten wie diese genießen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal oder schauen Sie sich die anderen unten auf dem Bildschirm angezeigten Videos an. Vielen Dank für Ihre Kooperation.